Auch die Jugend läuft. Wir machen einen Rückblick auf den Junior Run beim Vienna City Marathon. Jedes Jahr wagen rund 40.000 Laufbegeisterte das Abenteuer Wien-Marathon. Etliche davon nehmen die volle Marathondistanz in Angriff, aber auch ein Start über kürzere Strecken ist möglich. Schon am Samstag durften Lauffans die Zielgerade testen, auch die Nachwuchsasse. Über 2 und 5 Kilometer waren die Stars von morgen am Start. Die Kinder- und Jugendläufe haben die Nachwuchssportlerinnen und Sportler am Marathonwochenende bestritten. Doch wenn man jetzt glaubt, alle Herzen schlagen für die Langstrecke, dann liegt man falsch. Ich probiere im Biathlon groß rauszukommen und Laufen wird jetzt so eine Hobbysache werden, aber ich schaue, dass ich noch immer vorne mitspielen kann. Meine Spezialdisziplin sind 2000 Meter Hindernis. Ja, und das sind die 5 schon länger, aber hat passt. Ich bin noch nicht so oft 5 Kilometer gelaufen. Und meine Lieblingsdistanzen zwischen 800 und 1500. Doch ganz egal, welcher sportliche Schwerpunkt bei den Nachwuchsassen im Mittelpunkt steht, an diesem Samstag wollen sie alle als Erste über die Ziellinie. So wie Bernhard Neumann, der in der ältesten Altersklasse U18 startet und dessen Rennplan voll aufgeht. Ja, es war von vorne weg, das haben wir so vorher gedacht, weil der Emil, der Zweite, der begleitet mich schon meine ganze Läuferkarriere und der ist im Schluss immer so schnell, da habe ich gewusst, dass ich von vorne weg muss. Der angesprochene Emil Besetschny läuft noch in der U16. Die wird aber mit der U18 im Jugendlauf zusammengewertet. Und damit hat Bernhard Neumann die Nase vorn. Ich bin von vorne weggelaufen. Da habe ich gemerkt, das Tempo geht da nicht mit. Und ja, das habe ich dann durchgezogen. Habe es Gott sei Dank durchziehen können. Super ausgegangen. Der für den Verein UAB Athletics laufende Bernhard bringt im Schnitt eine Zeit von 3 Minuten 14 auf den Wiener Asphalt und freut sich im Ziel über 16 Minuten und 9 Sekunden. Der Sieger über 2 Kilometer ist Christopher Großsteiner. Eigentlich Spezialist für 800 und 1000 Meter Läufe, gewinnt er auf der Wiener Zielgeraden in nur 7 Minuten und 44 Sekunden. Das Tempo war von Anfang an hoch und es war schon am Ende ziemlich knapp, weil mir die Kraft ausgegangen ist, aber insgesamt war es gut. Ich stelle mir das ja recht schwierig vor, auf diese kurze Distanz Kraft überhaupt einteilen. Wie legt man das an? Ja, man versucht einfach, dass man vielleicht den ersten Kilometer nicht ganz so schnell angeht, um am Ende nochmal Kraft zu haben. Was ist denn jetzt wert, dieser Sieg? Wo kann man den einordnen? Schon ziemlich weit oben. Die Atmosphäre zwischen Burgtheater und Rathaus aufzusaugen. Dort schon von klein auf die ersten Laufschritte zu absolvieren und sich vielleicht so an den Nachwuchssport heranzutasten, ist auch für etliche Familien die Motivation, die 2 Kilometer zu laufen. Doch auch international ist der Lauf besetzt und so ist die schnellste Frau über 2 Kilometer die Slowenin Ajda Slapsak. Ich fühle mich so gut. Was it difficult today? Schwierig war es eigentlich nicht. Das Wetter war gut und ich war fit. I was feeling good. Mit nur 2 Sekunden Abstand auf Ajda Slapsak wird Nachwuchs-Biathletin Elisa Maria Giegel Zweite. Damit ist sie gleichzeitig die beste Österreicherin über 2 Kilometer. Aber ihre gute Zeit von 8 Minuten 27 läuft sie bei weitem nicht nur für sich. Ja, es war eigentlich eine super Leistung und ich laufe für die Mama und die freut sich darüber. Weil? Die Mama ist jetzt gerade operiert worden wegen Brustkrebs und das gibt ihr viel Kraft, wenn ich der Zweite wäre. Das ist eine großartige Sache, Lisa. Ein bisschen was zum Rennen heute. Wie schwierig war es vielleicht auch? Die Voraussetzungen waren eigentlich gut. Ich habe sehr viel trainiert eigentlich für meine Verhältnisse. Und die Strecke war wieder mal super, so wie voriges Jahr. Und es war zum Glück nicht so heiß. Die U18-Athletin Cordula Lassacher ist im Jugendlauf über 5 Kilometer die schnellste. Es ist sehr cool, da zu gewinnen, weil die Kulisse einfach perfekt ist. Und das motiviert einen einfach richtig nochmal auf die letzten Kilometer.
Wien motiviert also den Laufnachwuchs, aber die komplette Marathondistanz im Rennen zu laufen, können sich die Siegerinnen und Sieger dann doch nicht vorstellen. Boah, das ist eine schwierige Frage, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich noch nicht beantworten. Noch genug Zeit. Ja. Marathonlaufen ist sicher das Ziel, das ist, glaube ich, für die meisten das Ziel. Aber vielleicht dann nicht mehr als aktiver, schneller Sportler, sondern vielleicht als Hobbyläufer, irgendwann einmal im Alter. Der Vorteil ist, auch die Nachwuchstalente werden älter, und zwar ganz von selbst.